Hallo liebe kurz vor der ersten Folge von Cube Survival möchte ich nochmal kurz klarstellen, wie ich das ganz gemeint habe in dieser Folge. Ich bin der Meinung, ich habe das nicht ganz so gut erklärt. Und zwar haben zwei von euch jedes Mal die Chance, in jeder fünften Folge dabei zu sein. In dem Video oder in der Folge sage ich das so, als ob es nur die fünfte Folge wäre. Nein, in jeder fünften Folge haben zwei von euch die Chance, dabei zu sein und irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Also, und wie ihr das Ganze macht, ist auch klar, positiv bewerten und in die Kommentare schreiben, warum ihr dran teilnehmen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit der ersten Folge von Cube Survival, Freunde. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Und heute mal wieder ein Start einer neuen Let's Play Serie. Ich weiß nicht, wie lange die sich ziehen wird, es ist auf jeden Fall Cube Survival. Diese Adventure Map, ja, Adventure Map kann man es nennen, hat auf jeden Fall eine große Ähnlichkeit mit Sky Dome oder Sky Block. Das Ganze findet wieder im Himmel statt, wer hätte das gedacht? Und diesmal, Alter, was war das gerade? Und diesmal gibt es auch mehrere Aufgaben. Das Hauptziel ist es mal wieder, wie immer, den Enderdrachen zu besiegen. Aber bevor man dazu kommt, den zu besiegen, muss man einige Aufgaben erfüllen. Die stehen hier. Nein, das sind die Regeln. Die Aufgaben stehen da, genau. Erstmal regeln wir die Regeln durch, ne? Erstmal lesen wir die Regeln durch. Regel Nummer 1, Survive. No cheating, anyway, okay, nicht cheaten, bla bla bla. Wenn wir runterfallen, müssen wir das und das machen, alles klar. Wir dürfen kein Glas kaputt machen, okay. Anders wie bei Sky Dome. Wir müssen alle Aufgaben erfüllen, bevor wir gegen den Enderdrachen kämpfen. Das Hauptziel ist der Enderdrache, hier sind die Creator. Und da gibt es noch versteckte Truhen in jeder einzelnen Kuppel. Ich sag jetzt einfach mal Kuppel oder in jeden einzelnen Würfel, die man da finden kann. Und da sind nicht wie bei Sky Dome Enderaugen drin für das Enderportal. Nein, das Enderportal ist schon aktiviert. Und wir müssen... Das sind einfach nur so kleine Bonus-Truhen, die wir finden können, nicht finden müssen. Was ich sehr gut finde. Und ja, falls wir in den Nether wollen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es einfach nur ein ganz normaler Nether sein wird. Und kein Cube-Nether oder so. Was ich auch sehr gut finde. Ist ja alles easy, ist ja okay. Und ja, ich habe mir was überlegt. Ich möchte dieses Let's Play nicht alleine machen. Und zwar kann jeder von euch daran teilnehmen. Okay, nicht jeder, aber jeder von euch hat die Chance, daran teilzunehmen. Und ihr seht, sprach wieder mal wieder am Start, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, dieses Thema zu verkünden. Nein, hier sind auf jeden Fall... Was ist denn los mit mir gerade? Hier sind auf jeden Fall einige Aufgaben. Und da ich diese Aufgaben nicht alle alleine machen muss, ihr seht schon, Tierfarm, Pumpkinfarm, Melonfarm, Treefarm, das sind auf jeden Fall einige Aufgaben. Und in der fünften Folge können zwei von euch mit in diese Welt hier kommen und einige Aufgaben erfüllen. Und dafür müsst ihr einfach nur die ersten vier Parts schauen, am besten positiv bewerten. Und ihr habt auch die Chance, oder ihr müsst kommentieren. Ihr könnt kommentieren, was ihr wollt, sollte nicht ganz so kurz sein. Schreibt einfach mal rein, warum ihr dabei sein wollt. Ihr müsst euch im Klaren sein, das muss ich leider jedes Mal sagen. Eure Stimme wird auf YouTube zu sehen sein, eure PlayStation-ID wird auf YouTube zu sehen sein. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt die Chance von anderen Leuten bitte nicht weg und beachtet das Ganze. Und schreibt einfach rein, ich möchte mit dir spielen oder ich möchte dabei sein, weil bla bla bla. Und dann kannst du ja irgendwas schreiben, warum ich gerade dich auswählen soll. Ich persönlich werde diese zwei Spieler auswählen, also kein Zufallsgenerator. Und in der fünften Folge, beziehungsweise, nein, so wird es nicht sein. Nach der vierten Folge werde ich verkünden, wer denn gewonnen hat. Und diese zwei werden dann in der fünften Folge dabei sein, vielleicht ja auch noch in der sechsten, und werden dann die Aufgaben erfüllen. Sobald die erfüllt sind, kommen dann andere dran und erledigen die anderen zwei Aufgaben, zum Beispiel zwei machen, zwei kommen rein, einer macht eine Kürbisschweinmann, einer macht eine Kürbisfarm, einer macht eine Melonenfarm, dann kommen wieder zwei rein, der macht eine Treefarm, also eine Baumfarm, und eine andere macht irgendeine automatische Farm, und zwei haben auch die Chance, am Ende dann mit mir gegen den Enderdrachen zu kämpfen. Das werden wir aber erst in der vorletzten Folge machen. Also in der vorletzten Folge werde ich das auch ankündigen. Hier könnt ihr jetzt runterschreiben, ja, hier, warum wollt ihr mit mir gegen den Enderdrachen kämpfen? Da sind wir aber noch weit von weg. Und wir nehmen jetzt einfach mal, erstmal die Aufgaben durchlesen. Ist mir mal gerade so eingefallen. So, Aufgaben. Eine Farm bauen, okay, das können wir ja mit denen hier verbinden. Ein Haus bauen, einen Zaubertisch bauen, eine automatische Farm bauen. Eine komplette Dia-Ausrüstung plus Werkzeuge erstellen. Und jeden einzelnen Würfel erkunden und dann nochmal eine Tierfarm bauen. Jeden einzelnen Würfel miteinander verbinden. Hier, wie gesagt, die beiden Farmdinger. Und ein Schwert mit Level 25 plus verzaubern und Spaß haben. Das ist natürlich die wichtigste Regel, dass wir Spaß haben sollen. Und hier ist ein Starter-Kit, das werden wir auf einmal nehmen. Ein Bett und ein Amboss. Und ganz viele Werkzeuge und eine Karotte. Die Karotte werde ich jetzt einfach mal direkt, ich habe es eben hier schon gesehen, hier hinpflanzen, damit wir gleich mehrere davon haben.
Und ja, wir werden jetzt diese Kuppel mal wieder ein bisschen auseinandernehmen. Fallen. Boah, muss ich kurz rüpfen. Wir fällen einfach mal den Baum hier. Und dann, wir werden jetzt erstmal die erste Folge hier verbringen. Die erste Folge war jetzt mal wieder so eine kleine Infofolge, damit ihr wisst, worum es hier geht. Ich kann auch nochmal hier alles zeigen. Da ist, oh mein Gott, was ist denn das da unten? Da ist eine Kuppel, da ist eine Kuppel. Ich nenne das jetzt einfach mal Kuppel. Ich zähle mal gerade, wie viele es gibt. Okay, eins, das zählen wir jetzt mal als einzelne Kuppel. 1, 2, 3, 4, 5. Eine sehr große. 6 und 7, wenn ich mich jetzt nicht irre. 8. 8 Stück gibt es mit dieser hier 9. Okay, das ist auf jeden Fall sehr stark. Finde ich nice. Und wir dürfen kein Glas kaputt machen. Hier sind wieder ganz viele Setzlinge. Die sind sehr, sehr wichtig für eine Baumfarm. Die werde ich dann einfach mal hier rein tun. Hallo? Es hat gerade irgendwie ein bisschen gedauert, da das mal passiert ist. Mal gucken, ob hier ein Huch rauskommt. Nein, natürlich nicht. Und wir werden jetzt einfach mal hier diese Kuppel auseinandernehmen. Vielleicht finden wir hier einige Erze. Sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus. Okay. Hier geht es auf jeden Fall rein. Ich hoffe mal, dass man auf diesen Würfeln hier auch... Jawohl, okay, wir finden Erze. Alles klar. Oh mein Gott, da ist schon direkt ein Creeper. Der kann hier uns mal ganz kurz die Arbeit vereinfachen. Hallo? Du sollst explodieren. Oh mein Gott, okay. So. Wir gucken mal. Okay, das ist echt so ein krasses Höhlensystem. Finde ich sehr nice. Mich hat auch Skydome sehr fasziniert. Wie gesagt, da war das ein bisschen blöd, dass wir diese Truhen finden mussten. Das war ja ein Muss. Sonst hätten wir nicht ins Ende kommen können. Wegen den Enderaugen. Aber hier sind das nur so kleine Bonustruhen. Vielleicht sind da ein paar Diamanten drin oder so etc. Mal schauen. Ich nehme jetzt erstmal die Kohle mit, damit wir uns ein paar Fackeln machen können. Und gleich werden wir uns auch Steinausrüstung machen, wie auch einen Ofen. Und ja, wie gesagt, unter die ersten 4 Folgen könnt ihr Texte schreiben, wie ihr wollt und auch positiv bewerten, ist ein Muss. Das ist einfach mal so, das motiviert mich auch und das ist gut. Das werde ich auch einfach mal, könnt ihr einfach mal machen. Und ich hoffe, dass viele daran teilnehmen wollen. Vielleicht werde ich auch 3 machen. Kommt halt immer drauf an, Minecraft laggt halt sehr schnell, auch wegen meiner Internetleitung. Das kommt nochmal dazu, ich habe nur eine 16.000er Leitung. Ja, so ist das halt, ne? Und wir machen uns hier mal eine Treppe raus, dann kann der Block hier ab. Oh, das war irgendwie ein bisschen... Ja, gut. Cool, du kannst ja schon mal vorgehen und ein paar Erze sammeln, wenn du willst. Nein. Okay, wir machen uns jetzt erstmal eine Werkbank. Die fehlt hier gerade irgendwie, fällt mir gerade so auf. Machen wir das einfach mal hier hin, so. Machen uns auch direkt mal einen Ofen, so. Aber wir haben ja eh noch kein Fleisch, von daher ist das noch okay. Haben wir noch ein bisschen Holz? Natürlich haben wir ein bisschen Holz, deshalb machen wir auch direkt mal Fackeln, so. Hier, zack, die sollten jetzt erstmal reichen, 24 Stück. Und ich mag solche Survival-Maps auf jeden Fall sehr. Finde ich sehr geil. Und wir haben noch nicht mal ein Schwert, fällt mir gerade auf. Das werden wir jetzt natürlich direkt machen. Eins aus Stein. Und es wird auch gerade, glaube ich, dunkel. So, jetzt haben wir eins aus Stein. Zack, zack. Holen wir uns direkt mal ein bisschen zu mampfen. Denn wir haben nicht mehr viele Hühner. Will ich jetzt eigentlich nicht umbringen. Ich will jetzt auch gar nicht mal alle umbringen, fällt mir gerade so auf. Wisst ihr, was wir zuerst machen? Wir nehmen ein paar Weizensamen. Und wenn die pflanzen, dann können wir die alle paaren, beziehungsweise die Kühe. Stimmt, scheiße, mit Hühnern war es ja mit Karotten, oder? Nee, das waren Schweine waren es mit neuerdings, genau. Hühner waren mit den Samen. Ist ja perfekt, dann machen wir das einfach mal. Lalalala. Das ist total easy, okay. Das machen wir dann auch noch hier mit Erde, damit wir hier ganz viele Sachen pflanzen können. Damit wir genug Essen haben. Den Fehler habe ich nämlich damals, glaube ich, bei Skydome gemacht, dass ich nicht direkt daran gedacht habe, alles zu pflanzen, sondern habe da die Tiere schon abgeschlachtet, was natürlich sehr dumm war. Und deshalb werden wir das jetzt einfach mal direkt machen. Okay, ein Weizensamen bisher. Gucken wir mal, dass wir hier noch einige bekommen. So, da haben wir noch einen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann haben wir hier noch einen. So, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Ich möchte nämlich mal ein paar Erze finden, aber vorher machen wir uns noch eine Steinpickaxe. Deshalb ein bisschen Stein abbauen. Zack, da habe ich auch links schon Eisen gesehen, was sehr nice ist. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt gerade schon aufnehme oder wie lange diese Folge sein wird. Zack, so. Und die Kohle nehmen wir jetzt einfach mal, tun wir hier rein. Dann können wir das Fleisch umbraten, alles klar. Hier kommt noch mal eine Fackel drauf, damit hier ein bisschen Licht ist. Und wir werden die Kuppel hier allgemein mal ein bisschen beleuchten, damit hier nicht so viele Mobs spawnen. Das will natürlich keiner. Und so, ich mache jetzt hier noch eine Fackel hin. So. Ich glaube, das reicht fürs Erste. So. Wollte ich gerade sagen. Wir brauchen noch zweimal. Zwei Sticks. Ein Stick, eher gesagt. So, dann kann die Holzkacke nämlich weg. Und wir können direkt weitermachen. Ich gucke jetzt erstmal, was hier so ansteht. Okay, da unten ist schon wieder ein Creeper. Das ist ein Erdeblock. War wahrscheinlich ein Enderman. Haha. Okay. Explodier einfach. Danke. So. Gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir hier auch schon eine Truhe. Ich habe jetzt gar nicht gelesen. Ist hier auch schon. Sind hier auch schon Truhen versteckt? Ich weiß es nicht, Freunde.
Das ist auch der Reiz, dass wir so Truhen finden. Ich würde gerne mal wissen, was da so drin ist. Ob da jetzt Diamanten drin sind oder ob da Verzauberungsfläschchen vielleicht sogar drin sind, was sehr nice wäre. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir werden jetzt auch gleich mal die erste Folge beenden. Wie gesagt, war nur so eine kleine Infofolge, damit jeder... Oh, okay. Oh, das finde ich aber gut, dass da noch Glas hinter ist. Dass alles mit Glas umrandet ist, finde ich sehr nice. Das ist sehr gut. Das war ja bei Skydome auch nicht so. Diese Map finde ich jetzt mittlerweile schon am besten. Also das ist jetzt mittlerweile schon meine Lieblings-Survival-Map. Die finde ich sowas von krass geil. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ach ja, habe ich ganz vergessen zu sagen. Der Download-Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Auch für die US... Ach, US wollte ich schon sagen. Wen interessiert denn jetzt hier US? Nein. Auch für die Disc-Version und auch für die Store-Version. Also beide sind dabei. Finde ich sehr nice. Und beides in der Beschreibung. Was mache ich denn gerade hier? Genau. Das Bett platzieren wir auch einfach mal. Zack, hier spawnt jetzt zwar keiner, aber trotzdem das Fleisch ziehen wir uns direkt mal rein. So. Was wollte ich denn gerade tun? Wir haben Eisenerz, genau. Eisenerzpflanzen. Pflanzen wir mal direkt, wollte ich schon sagen. Kommt da mal rein. Hier können wir dann auch schon die Weizensamen. Was ist denn heute los mit mir, Mann? Können wir auch direkt mal die Setzlinge reintun. Und ja, die müssen wir paaren alle. Für die Kühe brauchen wir Weizen. Die andere Kuh ist da unten drin. Die müssen wir dann irgendwie versuchen rauszuholen. Ich mache jetzt gerade mal so eine vernünftige Treppe, damit wir immer hochkommen. Und wie gesagt, ihr habt die Chance, euch unter den ersten 4 Folgen zu bewerben. Also nutzt einfach mal die Chance. Ich will auf jeden Fall, ich will es jedem recht machen, dass jeder die Chance hat. Und jeder muss dann die Chance halt nutzen. Wie gesagt, liken und dann kommentieren irgendwie, warum du gerade dabei sein willst. Ich habe dafür auf jeden Fall, ich nehme auf jeden Fall dafür Zeit, da jeden einzelnen Kommentar durchzugehen. Wen ich da richtig nice finde, den nehme ich dann. Den werde ich auch anschreiben und sagen, hey ho, hör mal zu, du hast gerade gewonnen, ho, cool und so. Nein, so werde ich das natürlich nicht machen. Aber ich würde sagen, ich finde deinen Kommentar sehr gut. Vielen Dank dafür. Du kannst in der 5. Folge mit an Cube Survival teilnehmen. Würde mich sehr freuen, wenn du mir zurückschreibst. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Okay? Okay. 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 Nein. So, wir finden auf jeden Fall eine Menge Eisen. Ich bin echt mal gespannt, wie die anderen Kuppeln so aufgebaut sind. Ich habe einen Trailer von dieser Map gesehen, dass da auch ein Haus ist auf einer Kuppel mit Dorfbewohnern. Finde ich sowas von krass geil. Und das werden wir uns natürlich auch reinziehen. So, die erste Folge werden wir jetzt einfach mal hier beenden. Wir haben schon 7 Eisen. Krasser Scheiß. Okay. Ja, wie gesagt, bewerbt euch unter den ersten 4 Folgen. Dann könnt ihr in der 5. Folge dabei sein. Also 2 Stück von euch, die dann Aufgaben erfüllen. Und in der vorletzten Folge können dann Leute sich auch nochmal bewerben für den letzten Enderdrachenkampf. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Es bringt nochmal ein bisschen Abwechslung. Ich weiß, eigentlich haben wir noch Skygrid, aber der Myrix und ich haben nicht an denselben Tagen immer Zeit. Und daher ist es immer sehr schwierig, das Ganze zu Ende zu bringen. Was heißt zu Ende zu bringen? Es ist ja noch lange nicht zu Ende. Aber trotzdem. Und mit Zelda, das werdet ihr sehen, es kommt jetzt die nächste Folge. Wird die letzte sein. Da war nämlich auch so ein kleiner Fail. Dieser Waldtempel, den wir eigentlich als nächstes erkunden wollten, ist kein Waldtempel. Es ist einfach nur eine Fassade und dahinter ist kein Waldtempel. Da war die Map zu Ende. Denn er hat diesen Waldtempel noch gar nicht gebaut. Das war nämlich nur der erste Teil. Ich glaube, der zweite Teil wird auch noch rauskommen. Und ja, hier geht es ja jetzt aber um Cube Survival. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Let's Play Projekt. Wenn ja, wie immer mit einer Bewertung dalassen. Mit einer Bewertung zeigen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, Freunde.